Freitag 19 Uhr, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Winner's Circle. Wir schauen auf den PMÜ-Renntag morgen Vormittag in Berlin-Mariendorf und ich begrüße Linda Matzki. Hallo Linda, erstmal herzlich willkommen. Hallo, danke schön. Im zweiten Teil vom Winner's Circle haben wir denn Robert Pletschacher und Michi Hartmann zu Gast für den PMÜ-Renntag am Montagvormittag in Straubing. Aber Linda, bevor wir auf den Renntag in Mariendorf zu sprechen kommen, du bist auch in verantwortungsvoller Position und zwar für die Traberallianz West, so wie ich gerade auf der Internetseite gesehen habe. Dieses West wollten wir ja eigentlich im Sommer begraben. Wann wird das der Fall sein? Das wird bei der nächsten Mitgliederversammlung der Fall sein und bis dahin werden wir uns entweder vielleicht einen komplett neuen Namen noch ausdenken und überlegen, da sind wir auch für Anregungen übrigens offen von unseren Amateurfahrern, oder genau, dann halt eventuell einfach das West weglassen, weil wir natürlich für den ganzen Amateursport in ganz Deutschland stehen und dass es dazu keine Komplikation oder Fragezeichen kommt, dass es ja, sich nur um den Besten handelt. Ja, ihr seid jetzt ein knappes Jahr im Amt und wir hatten schon mal während des Derby-Meetings sprechen können. Du konntest mal so ein bisschen die Werbetrommel rühren. Sind denn schon neue Registrierungen seitdem eingetroffen? Ja, auf jeden Fall. Also Hauptaugenmerk lag jetzt erstmal auch darauf, quasi die Mitgliederanzahl ja, jetzt nicht aufzufrischen, aber halt aussortieren ist vielleicht auch das falsche Wort, aber es waren doch viele dabei, die selber gar nicht mehr wussten, dass sie dabei sind. Und von der Zahl hat sich dementsprechend nicht viel verändert, aber man muss sagen, dass sich, also es haben sich viele neue angemeldet, aber es gab natürlich auch Austritte von Leuten, die einfach gar nichts mit dem Sport zu tun haben und selber gar nicht mehr wussten, dass es den Verein überhaupt noch gibt, die jetzt quasi im vergangenen halben Jahr davon wieder Wind bekommen haben. Aber nee, die Zahl geht auf jeden Fall stetig nach oben, langsam aber sicher. Und ich denke, dass wir in diesem Jahr auch noch neue Amateurfahrer dazugewinnen können, hoffen wir natürlich. Und ich denke auf jeden Fall, Grund dafür ist jetzt, würde ich jetzt nicht sagen, der neue Vorstand, sondern halt wirklich dieser neue Qualifikationsmodus. Weil vorher war es halt über dieses eine Rennen in Hamburg und da dachten sich wahrscheinlich viele, ich habe sowieso keine Chance, weil ich habe kein gutes Pferd für dieses eine Rennen. Was ja wirklich schon von den Pferden her dann immer vom hohen Niveau her war. Und ich denke, dass jetzt doch die breite Masse angesprochen wird und ich glaube, dass dann doch der ein oder andere Amateurfahrer sagt, ach, dann mache ich mit und vielleicht habe ich dann doch eine Chance, zur EM zu fahren. Ja, für alle, die das nicht mitbekommen haben, es gab Qualifikationsläufe in den verschiedenen Regionen. Auf welchen Bahnen sind die ausgetragen worden denn im letzten Jahr? Auf allen Bahnen in Deutschland. Und das Finale war dann in München, da waren zwei Wertungsläufe sozusagen mit Punktwertungen. Da haben wir Pferde in A- und B-Kategorien eingeteilt, dass sich dann sozusagen ein A- und ein B-Pferd ausgelost bekommen hat, dass es halt auch fair ist. Und genau, dann hat man zwei Rennen gefahren, die acht Teilnehmer, die sich fürs Finale qualifiziert haben. Und die Punktbesten, ganz, ganz lustigerweise Bernd und ich, konnten ja, dann das Finale gewinnen und wurden somit dann für die EM 2023 nominiert. Also dieses Jahr geht es dann also für dich und für Bernd Nebel zur Europameisterschaft. Für die Männer ist das in Finnland. Wo musst du hin? Nach Norwegen. Okay, also in den kälteren Gefilden. War ganz lustig, am Anfang hieß es noch Holland, aber jetzt ist es Norwegen. Okay, nein, Holland hättest du ja schon fast einen Heimvorteil gehabt. Ja. Und wart ihr dann, das Feedback von den Aktiven, ist es auch so gewesen, dass man so an diesen Modus auch 2023 behalten möchte? Ja, also wir haben auf jeden Fall sehr viel gutes Feedback bekommen und fanden auch intern eigentlich, dass es dafür, dass es mehr oder weniger eine Hauruck-Aktion war. Wir haben gerade der Vorstand wurde neu gewürfelt und eigentlich war dann schon der erste Vorlauf vor der Tür. Der Modus wurde sozusagen mit dem alten Vorstand zusammen entworfen und wir wurden quasi ins kalte Wasser geworfen. Natürlich hatten wir mit Benjamin Heckmann und Markus Grabmüller noch zwei dabei, die halt davor auch schon dabei waren. Das war auch wirklich sehr hilfreich. Markus hat sich da wirklich super, super engagiert in München. Und der Renntag an sich, würde ich sagen, hat auch super geklappt. Alle haben fair gefahren und die Vorläufe, man hat halt gemerkt, dass man untereinander halt mitgefiebert hat. Also dadurch, dass es halt
über Wochen halt ging, war das doch halt, dass man sich gegenseitig die Daumen gedrückt hat oder halt geguckt hat, wer ist in welchem Rennen dabei. Man hat die Rennen, ich muss ehrlich gestehen, ich habe jetzt nicht jeden Renntag immer Dienstlagen verfolgt, aber die Rennen, die hat man sich dann natürlich doch angeguckt. Nee, das war schon sehr spannend. Aber für dieses Jahr gibt es nochmal eine Veränderung. Und zwar haben wir uns einmal mit dem HVT-Präsidium kurzgeschlossen, also oder kurzgeschlossen, wir hatten ein längeres, sehr nettes Gespräch. Und es wird weiterhin so sein, dass es Vorläufe gibt und einen Finalrenntag sozusagen. Aber wir möchten natürlich auch die regionalen Champions mit berücksichtigen, die jetzt, sage ich es mal, bei dem Modus vom letzten Jahr vielleicht ja, sich vielleicht ausgeschlossen gefühlt haben oder wie man das nennen möchte. Die anderen Länder schicken ja auch meistens ihren sozusagen Champion sozusagen vom Jahr zu den EMs. Dementsprechend wird dieses Jahr wird es so sein, dass aus jeder Region, Norden, Westen, Osten, Süden, wird der regionale Champion sozusagen vom Vorjahr, also von 22, wird nominiert fürs Finale. Es sind dann schon mal vier feste Finalteilnehmer. Und dann wird es vier Qualifikationsläufe geben, nicht mehr acht. Auch quasi eine Qualifikation in jeder Region. Und da wird sich dann also das bestplatzierteste Mitglied der Traberallianz wird sich dann fürs Finale qualifizieren. Und dann wird es so sein, das Finale wird in Berlin-Mariendorf wahrscheinlich stattfinden. Und das werden nicht zwei Rennen sein, sondern vier Rennen sein an einem Renntag. Dann müssen wir natürlich noch Pferde zusammentrommeln. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Und genau, dann ist es quasi unter realen Bedingungen wie bei einer EM. Man kriegt über vier Rennen Pferde zugelost und man muss sich über die vier Rennen sozusagen sein Können beweisen, dass man sich auf fremde Pferde einstellen kann. Und von diesen vier Rennen wird am Ende des Tages dann die beste Frau und der beste Mann zur Europameisterschaft nominiert. Und ich denke, dass wir da eine ganz gute Mischung aus allem haben. Man hat die regionalen Champions berücksichtigt, aber in der breiten Masse hat halt doch jeder die Chance, in den normalen Amateurfahren sich zu qualifizieren und doch dann am Finale teilzunehmen. Aber nicht jeder, und da gab es ja, glaube ich, einen Kritikpunkt. Ich glaube, eine Mindestvoraussetzung ist, dass man 10 Siege vorweisen muss. Ist das richtig? Das ist richtig, aber das kommt quasi gar nicht von uns, sondern das sind die FEGAT-Vorschriften. Das heißt, man darf ohnehin nicht an einer Europameisterschaft teilnehmen, wenn man nicht mindestens 10 Siege hat. Da wollten jetzt nicht wir die unerfahrenen Fahrer ausschließen, sondern das sind FEGAT-Vorschriften. Das heißt, es hätte jetzt den Amateurfahrern, die 2, 3, 4 Siege haben und die hätten sich fürs Finale qualifiziert, absolut gar nichts gebracht, weil sie hätten sowieso von FEGAT-Regeln aus halt nicht fahren dürfen. Das hat ja auch was mit Verantwortung zu tun. Man bekommt Pferde zugelost, man muss sich auf neue Pferde einstellen. Und ich denke, dass auch für die Besitzer, die die Pferde zur Verfügung stellen, ich denke, das ist ein großer Grund, deswegen, oder? Ja, auf jeden Fall, man sollte schon eine gewisse Erfahrung nachweisen können, wenn man an solch einem Wettbewerb teilnimmt. Aber ich denke mal, Amateurfahrer, die 10 Siege erzielt haben, die haben eine gewisse Routine und das wollen wir halt mit dem Modus von diesem Jahr halt auch nochmal, ja, dass man wirklich halt jemanden rausfischt, der halt dann wirklich auch an diesem Renntag beweist, dass er sich halt auf diese fremden Pferde einstellen kann. Und ich denke mal, das ist verglichen mit den anderen Ländern wirklich ein spannender Modus und nicht jedes Jahr werden dieselben Champions geschickt, so wie es in Holland der Fall ist. Zum Beispiel, da werden wirklich jedes Jahr dieselben geschickt. Und ja, ich denke, dass wir da für unseren Amateursport in Deutschland eine ganz, ganz spannende Regelung gefunden haben und gucken natürlich, wie das dieses Jahr abläuft und hoffen, dass da eine gewisse Beständigkeit dann reinkommt. Ja, ihr seid auch sehr viel transparenter. Ihr berichtet viel mehr, zum einen im Hufworld-Forum, zum anderen habt ihr auch über die EM mit Hans-Jürgen von Holt sehr stark berichtet auf den sozialen Medien. Das würdet ihr wahrscheinlich dieses Jahr auch nochmal fortführen und vermutlich auch die Webpage so ein bisschen auffrischen, oder? Ja, auf jeden Fall, da liegt auf jeden Fall dieses Jahr das Hauptaugenmerk nochmal auf die Vermarktung und Vermarktung auf die Werbung natürlich. Wir werden jetzt noch ein paar Feinheiten absprechen von unserem neuen Modus und dann wird es, denke ich mal, in den nächsten 4 Wochen auch auf allen möglichen Plattformen veröffentlicht werden und wir hoffen natürlich auch, dass, ja, dass man vielleicht auf der Rennbahn mal die Gelegenheit hat, einfach während des Renntages mal zu Wort zu kommen, dass halt wirklich man sicher gehen kann, dass jeder davon mitbekommt.
und dass man sich auch frühzeitig auf diese Rennen vorbereiten kann, dass man jetzt nicht sagt, okay, man ist ein kleiner Amateurfahrer und man schickt gerade sein Pferd in Pause und in 3 Wochen ist dann auf einmal der Vorlauf in Gelsenkirchen, sondern dass man sich halt wirklich darauf vorbereiten kann und dass jeder halt weiß, wo und wann und was stattfindet. Genau, das ist der Plan. Ja, Mitglied werden kann man auf der Internetseite www.traber-allianz.de. Dort habe ich schon mal ein bisschen rumgestöbert. Ich glaube, 60 € ist die Jahresgebühr, wenn sie für dieses Jahr nicht erhöht wird. Ja, da sind wir noch in Gesprächen, aber auf jeden Fall ist es jetzt erstmal 60 €, genau. Also wenn Sie heute Abend schon mal jetzt, wenn Sie merken, es wird teurer, vielleicht jetzt noch mal schnell Mitglied werden für 60 €, bevor es dann vielleicht dann 70 kostet. Das alles zur Traber Allianz, da wird es also noch richtig viel geben in näherer Zukunft. Also jetzt erstmal die Europameisterschaft mit Bernd Nebel in Finnland und mit Linda Matzki. Ja, schöner Modus ausgesucht für die EM in Norwegen. Aber wir wollen, wenn wir Linda schon mal da haben, für Mariendorf auch noch mal kurz sprechen. Ihr habt selber 2 Starter am Start und gleich im ersten Rennen ein neues Pferd aus Holland, Majestic. Da lief jetzt beim ersten Start noch nicht alles rund. Ich denke, da sollte man auf jeden Fall einen Strich durchmachen, denn Majestic wollte ein bisschen eifrig am Flügel vorbei. Ja, das ist natürlich ein neues Pferd. Ferdinand musste sich auch erstmal darauf einstellen, aber ich denke mal, das ist wirklich ein ganz zuverlässiges Pferd ist. Wer dieses Pferd in Holland beobachtet hat, weiß, dass er eigentlich gegen stärkere Gegner schon gelaufen ist. Man muss sagen, die Rennen in Wolviger sind wirklich schon ganz schön hart. Also Pferde, die in Wolviger gewinnen können, die können eigentlich auch fast einbahnen, würde ich jetzt mal natürlich mit Sennen und alles ausgelassen. Aber Pferde, die in Wolviger gewinnen können, die können in Deutschland auf jeden Fall auf einbahnen gewinnen. Da hatte er es ein bisschen zu schwer, aber ich denke, dass er in Berlin ganz gut untergekommen ist heute. Oder am Samstag in Amateurhand mit Marlene. Sie kennen die natürlich von zu Hause jetzt auch schon ein bisschen. Genau. Im Rennen ist natürlich nochmal alles anders, aber er trainiert gut und ich denke, er würde unter den ersten 3 landen. Ja, Ostwind, vielleicht das zu schlagende Pferd, könnte der 500. Treffer für André Pögel werden. Ja, das denke ich schon. Das Pferd ist in guter Form und André Pögel, ja, braucht man nicht zu sagen, ist ein Top-Fahrer und er sollte, denke ich, das mit dem 500. Sieg sollte auf jeden Fall klappen, denke ich. Und 2-3, dann das Einsatzpferd vielleicht doch Majestic. Trabsicher scheint der Hengst zu sein. Ja, trabsicher ist er auf jeden Fall. Wie gesagt, Marlene muss sich natürlich im Rennen auch erstmal auf ihn einstellen, aber Marlene kann das eigentlich sehr gut, sich auf fremde Pferde einstellen. Wie gesagt, sie kennt ihn von zu Hause jetzt auch schon ein paar Wochen, aber das sollte im Rennen eigentlich kein Problem sein. Aber wir schauen mal, wie es geht. Aber Arbeitsform zeigen an, dass er unter den ersten 3 landen wird. Okay, dann schauen wir mit Linda Matzki zusammen auf die V5-Wette, die im zweiten Rennen beginnt. Und hier habt ihr selber keinen Starter drin, aber du wirst die Rennen ja auch verfolgt haben hier bei uns und kannst dir eine Meinung bilden, wer hier auch Sieganwärter ist. Wen würdest du zur Auftakt der V5-Wette mitnehmen? Natürlich Josef Franze mit Rimski ist... Wenn ich das richtig im Kopf habe, er hat eine Wiederquali gemacht und davor längere Zeit nicht gelaufen. Korrekt. Aber Josef Franze wird auf jeden Fall nicht für nichts nach Berlin reisen. Der wird auf jeden Fall top vorbereitet sein. Aber ich denke, dass er mit Dexter CG und Kronos Kentau von Michael Nimschick auch 2 starke Gegner an der Brust hat, die doch vielleicht besser im Rennrhythmus sind. Ich denke, dass es wird ein Duell zwischen diesen 3. Genau, denn ein Triell für Rimski, Kronos Centaur und Dexter CG im zweiten Rennen. Blicken wir ins dritte Rennen, da wird es dann wieder interessanter für euren Stall. Und ich hatte Bogumir CG letztes Mal etwas empfohlen, weil mir das Laufen davor sehr gut gefallen hat. Wart ihr selber auch zufrieden mit dem Laufen, wo er, ich glaube, 4. war durch die Todesspur? Da waren wir wirklich sehr zufrieden. Er hat eine Weile ausgesetzt und ja, wir waren uns eigentlich gar nicht so richtig sicher, in welche Richtung es mit ihm geht, aber er hat sich zu Hause wieder so frisch angezeigt. Marlene hat ihn ganz oft im Wald spazieren geritten und er war eigentlich frischer, als er sein sollte. Und er wurde nochmal nachkontrolliert und er hatte der erste Start, wo er 4. war, der hat uns schon gut gefallen. Auch von der Traberei war nochmal besser, der hat ihn hinten umgeschlagen. Da hatte er ein bisschen mehr Grip. Und der letzte Start war natürlich enttäuschend, aber er hatte die 2 Tage nach dem Start etwas erhöhte Temperatur. Das scheint vorüber zu sein. Er ist im Training wieder frisch und munter und er war auch nicht verschleimt, sondern ihm hat
was Kleines in den Knochen gesteckt und das ist doch ein sensibles Pferd. Also wenn da eine Kleinigkeit nicht stimmt, dann schont er sich im Rennen selber. Aber er ist hier relativ günstig untergekommen. Er hat einen optimalen Startplatz im ersten Band. Wird er das gut ausnutzen können? Ich denke schon, wenn Marlene dann mit Schwung losfahren kann und ja, er ist, ich würde sagen, nicht das allerschnellste Pferd von Start ab, aber er kann schon ordentlich beginnen. Und ich sehe ihn auch auf jeden Fall unter den ersten vier gewinnen, würde ich jetzt auf jeden Fall nicht sagen, aber dritter, vierter sehe ich ihn in dem Feld schon aufgrund des Bandvorteils. Ich denke aber, dass doch ein Pferd aus dem zweiten Band gewinnen sollte. Ja, hast du da eine Idee, wer? Ja, ich möchte meinen Vorstandskollegen nicht unter Druck setzen, aber ich glaube, dass Vanessa eine relativ große Chance hat mit Gino. Ist ein tolles, zuverlässiges Pferd und wenn er ein bisschen Rennverlauf abbekommt, dann denke ich, wird er am Ende gefährlich. Ja, hat den Nachteil leider der zweiten Reihe im zweiten Band, aber ich denke, er fährt hier das stärkste Pferd in dieser Partie und er wird sich schon den Druck selber machen. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, im Derby-Meeting mit Beethoven Gar hat er mich auch eines Besseren belehrt. Da hat er auch bewiesen, dass er die Nerven hat und die wird er natürlich auch hier haben. Und dann haben wir noch Vivaldi Diamant English Town mit toller Fahrership. Also dieses Rennen hier mit Jackpot in der Viererwette. Und vergessen Sie nicht, Bogomir CG auf jeden Fall in die Platzierung mit reinzunehmen. Viertes Rennen, das dritte Rennen der V5, das ist hier falsch hinterlegt. Und hier brauchen wir wahrscheinlich einige Pferde. Wie hat dir denn eigentlich der Start von Global Commission gefallen mit Jürgen Sunesen? Ja, wirklich ganz stark. Tolles Pferd, hat gut gekämpft. Aber wie du schon gesagt hast, da in dem Rennen würde man sich wahrscheinlich breit aufstellen. Auch die beiden Pferde von Viktor Gent sind tapfere, zuverlässige Pferde und natürlich von Thorsten Tietz, Captain Olaf und ja, das Pferd von Jürgen Sinussen sollte man auf jeden Fall zunehmen. Und man, ja, das Pferd von Michael Nimschick darf man eigentlich auch nicht rauslassen. Also es ist wirklich eine ganz offene Partie. Ich denke, es ist viel Rennverlauf abhängig. Ja, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, gehe ich, denke ich, mit dem Pferd von Michael Nimschick. Also King of the Hill, trotz der Pause, aber Pferde aus dem Quartier von Karin Walter-Mommerz kommen meist immer gut vorbereitet an den Start unter der Aufsicht von Mats Strandquist. Das ist bekannt. Also King of the Hill hier ein möglicher Siegkandidat, gleich natürlich auch mit Global Commission. Das ist wirklich viel Rennverlauf. Captain Olaf haben wir, Workaholic Diamant aus Bayern anreisend, der aber hier unter Viktor Gens natürlich auch gute Leistung gezeigt hat. Und Viktor selbst fährt die neuen Blizzard PS, der erst kürzlich auch gewinnen konnte und danach noch in Dänemark am Start war. Schönes Rennen. Wir schauen ins fünfte Rennen, das vierte und vorletzte Rennen der Karte. Und hier haben wir eine Neuerscheinung. Delta, ein Pferd aus der Ukraine, reist hier mit nur Einsen und Zweien an. Aber wenn man so die Pferde sieht, die aus der Ukraine kommen, also zumindest die rübergekommen sind, die waren ordentlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also die haben sich alle gut durchgesetzt. Und ich denke, mit Thomas Pancho hat man da auch einen guten Fahrer an Bord, der sich mit fremden Pferden auskennt, sage ich jetzt mal. Ja, die hat auch viel Rennerfahrung, das Pferd, hat wenig Geld verdient, da gibt es anscheinend wenig Geld zu gewinnen, ja. Aber daher vielleicht auch günstig untergekommen. Camino hat mir noch sehr gut gefallen beim Debüt, lag lange aus dem Rennen und kam noch fein auf mit Michael Schüssler. Ja, das stimmt, mir hat aber auch gutes gefallen, das Pferd von Viktor Gens. Beim ersten Start hat man gesehen, dass er noch so ein bisschen grün war, aber ich glaube, das ist ein ganz tolles Pferd wird und vielleicht hat ihn der erste Start gefördert und ja, ich habe da eigentlich Vertrauen, dass der auf jeden Fall vorne mitmischen kann. Ja, von der Familie Siebert, ich denke, dass er den Start auf jeden Fall noch gebraucht hat. Viktor wollte wohl auch nicht alles raustun beim ersten Start und somit, glaube ich, steht er vor einer guten Karriere. Cecilia aus dem Stall vom Gestüt Lasbeck soll man natürlich auch nicht unterschätzen. Also hier auch in diesem Rennen, denke ich, muss man sich breiter aufstellen mit der 2, der 3, der 4 und Delta, die Unbekannte hier in diesem Rennen. Dann sind wir schon im letzten Rennen und schauen hier mal in diese Prüfung rein, wo ich denke auch mehrere Möglichkeiten sind. Ich habe so ein bisschen zwei Geheimfavoriten, aber Linda, ich lasse dir den Vorrang. Ja, mein Geheimfavorit ist natürlich unser Pferd, Mountain Hero, der hat letztes Mal toll gewonnen mit Dennis, auch Startplatz 8 und ich denke sogar, dass das Rennen davor ein bisschen stärker besetzt war noch als dieses Rennen. Man muss natürlich gucken, wie der Rennverlauf dieses Mal wird, aber es ist ein ganz tolles Pferd eigentlich.
Ist es immer noch so, bei Viktor war es so, als wenn er im Feld war, er nicht so stark war, weil er so ein bisschen dreckempfindlich war. Er mochte das nicht, wenn der Dreck ihm ins Gesicht spritzt. Jetzt hatte er letztens die Spitze und bei Yabbi ja auch. Ist das das Erfolgsrezept? Man muss mit ihm nach vorne kommen? Ja, ich habe ihn selber natürlich noch nicht gefahren im Rennen. Das können die Profis wahrscheinlich besser beantworten, aber auch von der Spitze her ging er auf jeden Fall ja, besser als im Feld. Und ich denke mal, dass es das von Dennis auch wieder die Taktik sein wird. Dann brauchen wir Dennis ja nicht belehren, der weiß, wie er fahren muss. Ja, aber es sind natürlich auch Pferde dabei. So ein Redly Passion, sage ich mal, ist eigentlich ein tolles Pferd. Da stehen natürlich ein paar Fragezeichen dahinter, der irgendwie noch nicht so ganz in seine richtige Richtung gefunden hat, aber Ja, wechselte wer ja weiß. zu Emma Stolle in den Besitz und dann wieder zurück zu Christian Bünte. Dort vier Starts, viermal unplatziert. Ja. Jetzt seit 2 Wochen wieder bei Rolf Havenström und ich glaube, dass er wieder zu alter Form zurückfinden kann. Das ist einer meiner dunklen Pferde hier in diesem Rennen, den hast du schon gut erkannt. Wen würdest du noch sehen als gefährlich? Ja, das Pferd von Thorsten Tietz, auf jeden Fall, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich habe jetzt die Form nicht, es ist der erste, war das ein Pferd, was neu gekommen ist zu Neu Thorsten? gekommen, erster Start unter der Regie, lief letztes Jahr im Halali in Hamburg, sollte eigentlich von Jorma Kontio an diesem Tag gesteuert werden, dann der kurzfristige Fahrerwechsel. Also ich denke, dass man dort im Stall oder vom Besitzer her schon recht hohe Erwartungen hat von Hot Dance Dynamite. Bin ich gespannt. Thorsten Tietz, bekannt dafür, dass er die Pferde gut vorbereitet und vielleicht sogar verbessern kann. Ja, auf jeden Fall. Die Pferde von Thorsten sind immer brandgefährlich und gerade wenn sie ja, neu ins Training kommen, dann ist Thorsten dafür bekannt, immer das Beste rauszukitzeln. Und ich sehe ihn auf jeden Fall auch an 1-2 Ja, ist hinter ein ganz schweres Rennen, weil ich habe auch noch Gunther. richtig Mumm auf Final Destination. Pferd hat mir sehr gut gefallen beim Sieg in Karlshorst und auch beim zweiten Platz zu Yes Please. Vorletzter Start angeflogen gekommen und zuletzt natürlich fehlerhaft gewesen. Also ich denke, dass dieses Pferd auch noch richtig viel können hat. Final Destination. Ja, ich denke auch, wie gesagt, so bei dem Rennen ist auch wieder viel Rennverlauf abhängig und ja, ist ein spannender Renntag, viele offene Rennen. Wir schauen mal, wer die Wo wirst besten. du den Renntag schauen? Bist du live vor Ort? Ich bin leider nicht live vor Ort. Ich bin hänge so ein bisschen zwischen den Ländern fest, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich verfolge natürlich alles ganz genau am Computer oder am Handy. Okay. Linda, vielen Dank für deine Einschätzung und natürlich für die Information zur Traber Allianz. Sobald es bei euch Neuigkeiten gibt, seid ihr herzlich im Winner Circle eingeladen, darüber zu sprechen. Du bist quasi das Gesicht der Traber Allianz, das neue Gesicht, ein frisches Gesicht und dann könnt ihr zusammen mit eurem Team da richtig frischen Wind reinbringen. Ja, vielen Dank, und das Angebot nehmen wir gerne an. Super. Und gleich geht's weiter mit Robert Pletschacher und Michi Hartmann zu dem Renntag in Straubing. Nach Berlin-Mariendorf konzentrieren wir uns nun auf den PMÜ-Renntag in Straubing am Montagvormittag. Dort stehen 7 Rennen auf dem Programm. Und wer könnte es besser durchgehen als Michi Hartmann, unser Experte und Trabertrainer Robert Pletschacher. Grüßt euch. Hallo, Servus. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid am Freitagabend für diesen doch kurzweiligen Renntag. Straubing ist ja so richtig in Action momentan, aber Michi, es wird danach irgendwann ruhiger in Straubing. Ja, es wird ruhiger. Es gibt jetzt eben noch 2 Renntage, jetzt am 13. und dann am 23. und dann ist Pause und dann geht es erst wieder Ende April weiter. Also dann ist mal eine längere Durchschnaufpause, aber dann ist ja auch in der Zwischenzeit schon wieder München-Dahefing. Aber Robert, für euch ist das natürlich immer eine gute Verdienstmöglichkeit mit den PMÜ-Rennen fast vor der Haustür, oder? Ja, Straubing ist die nächstgelegene Bahn von uns hier. Und ja, die PMU-Rennen, das ist immer eine gute Sache im Winter für uns. Ja, und wir dürfen dir natürlich vom Winner Circle noch herzlich gratulieren zum 200. Erfolg. Habt ihr das denn auch gebührend abends gefeiert? Dankeschön. Ja, wir haben noch ein Glas Sekt getrunken und ja, haben das Ganze ruhig ausklingen lassen. Okay, ja, du bist zwar im ersten Rennen nicht dabei, aber ich denke, wir drei werden noch eine gute Meinung haben, wen man hier zum Auftakt der V3-Wette berücksichtigen muss. 1.000 € Garantieauszahlung. Michi, du hast auch schon mal reingeschaut ins Programm. Gibt es hier eine Bank vielleicht im ersten Rennen oder hat er sich doch ein paar harte Brocken eingeladen? Ja, zumindest gibt es eine Bankempfehlung mit Fondarifor. Das Pferd ist so stark, hat zwar jetzt kurz pausiert, aber gerade über den langen Weg, glaube ich, machen ihm die 25 Meter nicht so viel, auch wenn natürlich im ersten Band schon ordentliche Pferde stehen. Ja, wen siehst du als gefährlichen Gegner für Fonds d'Arrivant, Robert?
Als gefährlichen Gegner, ja, natürlich Namanga Bo aus dem ersten Band. Ob ich nicht weiß, 2400 Meter kann ich nicht sagen. Wer auch ganz interessant ist, ist der Otero mit dem Rupert Schweiger. Das ist ein gutes Pferd. Den haben die gekauft. Ich glaube, aus dem Westen ist der gekommen und der hat den ersten Start in Wien hoch überlegen gewonnen gegen gute Pferde. Und ich glaube, wenn der geht, dann kann der schon gut dabei sein. Ja, Michi, was meinst du mit Zuckerro? Auch ein Gegner wahrscheinlich oder ein Pferd, was man für die Kombinationswetten mitnehmen muss? Ja, es könnte auch der Gegner sein, denn Zuckerro geht von vorne tolle Rennen, hat hier die Nummer 4 quasi, darf als erstes so ins Band reinfahren, darf weit oben drehen. Also ich glaube, er kommt zeitig nach vorne und dann muss auch Zuckerro erstmal geschlagen werden. Zuletzt auch bärenstark in dem Sprintduell, wo Riverflow am Ende, glaube ich, Namanga Bo gewinnen konnte. Ja, eine tolle Auftaktprüfung. Also man muss früh einschalten. Um 11.35 Uhr geht es also los mit dem ersten Rennen hier in Straubing. Blicken wir auf das zweite Rennen. Und hier, Robert, bist du mit von der Partie mit der Nummer 4, Sir Aragon SR, der manchmal ein bisschen was verraten hat. Also ich habe ein bisschen Mumm auf den. Ja, das Pferd geht gut. Die Arbeitsleistungen, die werden besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat diese Woche sehr gut gearbeitet und er wird auch immer stärker jetzt. Letztes Mal, da war das Rennen ein bisschen gegen ihn, da ist ein drittes Pferd innen gelegen und das war dann unterwegs ziemlich langsam und zum Schluss sehr schnell und das hat ihm nicht so gut geschmeckt, da habe ich ihm nichts mehr gut machen können und war dann Vierter. Ja, aber der ist im Kommen. Dann habt ihr noch ein weiteres Pferd mit von der Partie Rock My Heart, vorletzten Start gewonnen, durch die Außenspur, glaube ich. Ja, die Stute, die ist sehr stark, ist auch immer noch in ganz super Form, hat heute gearbeitet, hat mir sehr, sehr gut gefallen, passt super in das Rennen, weil das Rennen ist eigentlich bis 4.800 Euro und durch diese Handicap-Ausschreibung frei für alle Stuten oder frei für Stuten bis 14.000 darf die da nochmal mitlaufen in der kleinen Klasse und ich glaube, dass die ganz weit sein wird. Startplatz 8, ein großer Nachteil? Nein, wir wollen sowieso nicht am Start losfahren. Es ist nicht der Plan und dann ist die 8 auch nicht so schlimm. Man muss ein bisschen Glück, gehört schon dazu. Die 8 ist jetzt nicht die beste Nummer, aber wenn man sie am Start ruhig eintreten lässt, zum Schluss ist sie eigentlich immer stark. Michi, kling dich ruhig mit ein. Das ist ja das Auftaktrennen der V6-Wette, 3.000 Euro Garantie. Welche Pferde würdest du mitnehmen? Ja, ich habe da, also Poldark Wein, der vierjährige Wallach, der gefällt mir brutal stark. Er hat natürlich auch immer mal wieder eine Galoppade, aber grundsätzlich finde ich Poldark Wein ein sehr, sehr starkes Pferd. Und auch X-Lava Diamant hat mir nach der Pause richtig gut gefallen im neuen Quartier von Marion Dinzinger. Und Breeding of Hunky ist sowieso auch ein Formpferd. Also ich würde sagen, das Rennen ist sehr, sehr interessant und auch Be The One, wenn das passende Rennen hat, kann so eine Aufgabe auch mal gewinnen. Ja, die Strobe-Stute oder der Hengst, der ging jetzt die letzten beiden Male deutlich verbessert, muss ich sagen. Und X-Lover Diamant war nicht Starter letzten Renntag, wenn ich mich recht erinnere. Ja, richtig, der war nicht Starter. Ich weiß aber auch nicht genau, warum. Aber Fakt ist, der Start davor, der war richtig gut. Aus der Pause Zweiter zu Ocean Ice und das war schon gut. Also, wenn wir resümieren, breit aufstellen hier im ersten Rennen der V6-Wette. Weiter geht's mit dem dritten Rennen, zweites Rennen V6, letztes Rennen V3 und wieder Robert Pletschacher mit von der Partie, Jamai Raja BR und auch Tumble Boy habt ihr. Wenn man die Pferde vergleichen müsste, wer ist momentan das stärkere Pferd, Robert? Das stärkere Pferd ist Jamai Raja BR. Aber der, wo jetzt im Kommen ist, ist der Tumble Boy. Der hat jetzt zweimal eine gute Leistung gezeigt. Also Rennen sieht auch gut aus. Die Pferde, die passen da ebenfalls wieder rein durch diese Ausschreibung, durch diese Handicap-Ausschreibung. Die 3 ist, glaube ich, nicht Starter. Der passt da nicht rein. Das ist übersehen worden. Der passt da durch die Gewinns- oder weil der Wallach ist nicht rein. Mhm. Sonst ist vieles möglich. Mhm.
Aber Tumble Boy hat mir jetzt schon gut gefallen. Also der zweite Ehrenplatz zu Eclectic, das war schon ein richtiger Ansatz, oder? Es war sehr gut, ja, muss man sagen. Ja. Er mag schnelle Rennen und das Rennen war richtig flott. Und zum Schluss ist er dann da gewesen. Wenn das natürlich so verschleppt ist, dann schmeckt ihm auch nicht so gut. Welche Pferde brauchen wir für die V6, Robert? Wie bitte? Welche Pferde brauchen wir für die V6-Wette? Für die V6-Wette würde ich nehmen Highway to Hell, Charmai Raya BR, Tumble Boy und Eclectic. Also die vier Pferde. Michi, hast du noch ein Pferd, was mit auf den Schein muss oder ist das auch schon so deine Idee? Ja, das ist ungefähr meine Idee. Also ist natürlich so, Highway Trail mit der 1 ist natürlich hier schon mit der Gewinnsumme auch relativ schwierig untergekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, Black Pearl war bei uns in Bayern immer eine tolle Stute. Die hat sich jetzt nicht mehr ganz so toll verkauft in letzter Zeit, kommt jetzt aber zurück nach Bayern, ist bei Georg Frick jetzt im Training und ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Mumm auf die Stute, wenn die jetzt noch 1, 2, 3 Starts kriegt. Ich glaube, Black Pearl kann wieder werden. Also die 1, die 6, die 9 und die 10 und dann mit etwas Abstrichen noch die Außenseiterin Black Pearl im dritten Rennen. Kommen wir zum vierten Rennen. Hier ein Rennen mit Dreier- und Viererwette, drittes Rennen der V6-Wette und ja, ein vollgepacktes Starterfeld, wo man ja, Faith Trott natürlich erstmal eine Doppelsiegerin mit Christoph Schwarz. Michi, wie sehen die Chancen aus für Faith Trott? Ah, sehr gut. Faith Trott hat mir immer gut gefallen, die Starts. Jetzt tritt man natürlich hier schon gegen harte Gegner an, aber ich glaube, aufgrund der Startnummer und auch des guten Beginns von Faith Trott, ich kann mir vorstellen, dass hier der nächste Sieg funktioniert. Robert, wie ist deine Meinung zu dem Rennen? Ja, das sehe ich auch so. Für mich ist der Sieger Faith Trott mit Christoph. Ja, und dahinter ist viel möglich. Far West ist ein gutes Pferd. Da sind eigentlich viele gute Pferde drin. Ja, ist nicht so einfach. Also dahinter ist wirklich viel möglich. Aber ich glaube, Faith Trott ist eine Bank. Okay, das wollte ich gerade. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das hat sich jetzt schon fast so angehört. Also wir haben hier schon fast vielleicht die erste Bank gefunden im dritten Rennen der V6-Wette. Für die Kombination, also für die Dreier- und für die Viererwette. Michi, hast du da vielleicht noch ein oder zwei Außenseiter auf Lager, die man vielleicht so noch nicht auf dem Schein hätte? Naja gut, der Formelspiegel von Red Light DC sieht jetzt mit Sicherheit nicht so toll aus, aber ich finde, dass Red Light DC ein gutes Pferd ist, hat schon tolle Rennen gezeigt und gerade mit der Fahrership von Rudi Haller würde ich das Pferd hier auf jeden Fall für die Dreier- und Viererwette mitnehmen. Far West haben wir schon angesprochen, ist jetzt wieder besser in Schuss, zeigt sich toll. Und ich glaube auch, dass dieses Rennen hier Tiffany Diamant wieder schmecken könnte. Denn gerade wenn es vorne ein bisschen zügiger wird, kann sie am Schluss ihren Speed einsetzen. Ja, und dann natürlich Escada darf nicht unerwähnt bleiben. Ein Pferd, was im Alter von 10 Jahren immer wieder starke Rennen geht mit Andy Geineder. Ja, das war V6-3. Kommen wir zum fünften Rennen und das ist Start der V3-Finish-Wette. 1.000 Euro Garantieauszahlung und natürlich auch ein weiteres Rennen in der V6, wo auch Robert wieder mit dabei ist. Ihr habt zwei Pferde. Ein Pferd kenne ich noch nicht, das ist Mirko Meadow. Was können wir von Mirko Meadow erwarten? Ja, Mirko Meadow ist ein Neuzugang. Er hat ordentlich gearbeitet, wird aber bestimmt 1, 2, 3 Rennen brauchen. Aber er sollte platziert sein. Das auf alle Fälle. Okay, und Hövings Butterfly steuerst du selbst, hat schon einen Rekord von 1,18,3. Gehörst du damit hier schon zu den Mitfavoriten? Ja, ich denke schon. Also Favorit ist für mich Yal Nagala, Minandi. Das ist eigentlich wieder eine Bank in dem Rennen. Weil so wie die jetzt zweimal gegangen ist, wird die schwer zu schlagen sein. Aber wenn meine Stute gut geht und das tut sie, also die Arbeit war gut, dann möchte ich schon Zweiter, Dritter sein. Okay, Michi, Yal Nagala, auch deine Favoritin? Ja, sehr autoritär, zweimal gewonnen, war richtig beeindruckend, auch in Darfing, das war schon brutal und auch die Quali war sehr, sehr beeindruckend. Also ich glaube, wenn die gesund bleibt, da haben die noch ganz, ganz viel Freude im Stall, denn die, glaube ich, die kann ein bisschen mehr. Okay, wenn man einmal gegen diese Bank spielen möchte, weil es ist ja die gewinnarme Klasse, dann nehmen wir auf jeden Fall Robert mit, das haben wir rausgehört.
Vielleicht noch ein anderes Pferd als B-Variante? Ja, vielleicht die dreijährige Stute von, aus dem Training von Robert Gramöller, hier Queen of Mystery Bow. Ehrlich gesagt, dreijährig okay, hat jetzt einen 19-2-Rekord, aber ihr wisst alle genau, die Pferde aus dem Quartier Gramöller, die werden top vorgestellt und Christoph Schwarz Top-Fahrer. Also ich glaube schon, dass wenn die einigermaßen auf dem Posten ist, dass die auch weit nach vorne laufen wird. Also Jalna Gala hier eine Bankmöglichkeit im vierten Rennen der V6-Wette. Ansonsten dann absichern mit Hövings Butterfly und Queen of Mystery Bow. Nächstes Rennen, das ist das letzte Rennen der V3-Wette, der Finish-Wette, wie ich sehe, und das vorletzte Rennen der V6-Wette. Robert, du steuerst schon Eck. Ganz kurz, so langsam. ganz kurz, Nico, das ist ein Druckfehler. Das ist das zweite Rennen der Finish-Wette. Sehr gut aufgepasst, Michi, und dafür haben wir dich als Experten hier eingeladen. Hätte sonst auch kein Sinn gemacht. Nee, da ist zweimal abgedruckt, V3-3 ist zweimal abgedruckt. Ich glaube, das Gleiche hatten wir in Mariendorf auch am Samstag. Robert Schoneck, so langsam reicht es wahrscheinlich auch zu einem weiteren Erfolg, oder? Ja, er musste noch mal aussetzen, noch eine Zeit lang. Ja, er hat immer wieder kleinere Probleme und jetzt haben wir ihm nochmal die Chance gegeben. Der letzte Start war gut. Ich habe ihm ein relativ ruhiges Rennen serviert und war dann Zweiter. War auch zufrieden hinter Ocean Ice. Der war überlegen. Ja, aber ich denke, wenn er mal bei 100% seiner gesundheitlichen Leistung ist, dann kann er sowas auch gewinnen. Das wollte ich gerade sagen, denn auch ich habe Ocean Ice gesehen und der Sieg war gut. Aber es ist, glaube ich, auch kein Pferd, was unschlagbar wirkte, oder Michi? Ja, sehe ich auch so. Also vor allem die ersten Siege, die er jetzt aufs Parkett getrommelt hat, da war er immer im Kampf und hat sich nie so absetzen können. Und hat auch nicht so, er hat zwar gekämpft, aber er hat nicht so ganz durchgezogen. Und ich finde, Ocean Ice, wenn mal den richtigen Gegner vor der Brust hat, dann wird auch Ocean Ice da eine Niederlage kassieren können. Schuneck war zuletzt stark und ich traue mit Sicherheit dem fünfjährigen Wallach das zu. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt. Ich denke, Schuneck ist auch diesmal wieder der erste Gegner für Ocean Ice. Ja, denn auch Captain Jack Sparrow hat ja den einen Tag schon Ocean Ice fast bezwungen. Da sah der schon fast wie der Sieger aus vom Plankel, oder? Ja, absolut. Das war so und es war knapp. Und allerdings muss man auch ganz ehrlich sagen, da hatte Ocean Ice aber auch kein gutes Rennen an dem Tag. Aber da hatten alle Favoriten kein so ein tolles Rennen. Aber ich glaube, unter normalen Umständen ist Schuneck der erste Gegner für Ocean Ice. Also für mich auf jeden Fall keine Bank Ocean Ice. Ich würde mich hier schon ein bisschen breiter aufstellen. Robert, braucht man Make My Day als Siegpferd? Ja, der steht eigentlich zum Sieg an, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Pferd hat letztes Mal Pech gehabt. Da hat er am Start einen Fehler gemacht im Kampf um die Führung. Er geht sehr gut. Der hat letztes Mal wirklich viele Meter verloren und ist dann nochmal Dritter gewesen. Ich denke, wenn der jetzt mal glatt geht und seinen Kopf zusammen hat, dann ist das eigentlich der, der alle schlagen kann in dem Rennen. Ist der Startplatz 1 denn ungünstig dabei? Ja, das ist das einzige Problem. Er ist ein bisschen heikel mit der Startnummer 1, muss man schauen, wie man wegkommt. Aber Marisa wird, denke ich, nicht in Front fahren, sondern den ruhiger eintreten lassen und als drittes, viertes Pferd zu liegen kommen innen. Und dann muss man schauen, wenn er Trab geht, dann würde ich dann auch irgendwann bald mal schauen, dass ich rauskomme und selber losfahren. Okay, also sehr viele Möglichkeiten, muss ich sagen, hier in diesem Rennen. Michi, hast du noch was hinzuzufügen? Naja, Ulani startet wieder mit Eisen, wenn ich das aus dem Programm so sehe. Und Rudi hat ja bei seinem Sieg gesagt, er glaubt, der Schlüssel zum Erfolg ist die Geschichte ohne Eisen bei Ulani. Jetzt startet das Pferd aber wieder mit Eisen. Also entweder ja, aufgrund den Bahnverhältnissen wahrscheinlich, denn im Winter weiß man nicht so recht, wie die Bahnverhältnisse sind. Hier in Mariendorf wahrscheinlich auch eher Richtung Bahnhart. Ja, richtig. Und dann hat er das so gewählt, aber dann muss man mal sehen, wo Ulani landet. Diesen Sieg konnte sie danach nicht so bestätigen. Okay, also breit aufstellen im vorletzten Rennen in Straubing. Und somit kommen wir zum letzten Rennen, Prix Thorsten Tietz. Und ja, das ist ein Pferd, was in Mariendorf auf jeden Fall sehr bekannt ist. Glossy Girl
Da haben die Herrschaften mit dem Sport erstmal eine kleine Pause gemacht aus gesundheitlichen Gründen und ihr habt zugeschlagen, Robert. Ja, wir haben zugeschlagen, eine Besitzergemeinschaft mit der Familie Danul. Mhm. Die Stute arbeitet gut, wird aber noch ein bisschen brauchen, glaube ich. Und das ist auch nicht ihre Gewinnklasse. Aber das Franzosenrennen ist leider ausgefallen. Und in den anderen Rennen, wo sie reingepasst hätte, da haben wir überall schon einige Pferde. Und jetzt haben wir gesagt, bevor wir einen Probelauf mitfahren, habe ich gesagt, dann starte ich sie doch da als siebtes Pferd und gucke einfach mal, was passiert. Sie hat aber gut gearbeitet und also wenn sie die Arbeitsleistung bestätigt, dann kann sie weit sein. Weit obwohl heißt ein schweres Rennen zweiter, ist, dritter? Ja, also ist schwer zu sagen. Es sind gute Pferde in dem Rennen. Aber vielleicht gibt es ein Geld. Ja, also das dritte Geld wäre schön. Okay. Und der Sieger ist Espoir Rouge TU? Ja, meiner Meinung nach ja. Michi, für dich auch? Ja, absolut. Espoir Rouge TU, so tolle Leistungen gezeigt. Love Over Gold finde ich aber höchst interessant und trifft es auch hier wieder günstig an. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass Espoir Rouge TU das Rennen machen wird, auch wenn sie im Einlauf immer ein bisschen weit nach außen läuft. Aber Georges Frick wird wahrscheinlich wieder versuchen, die Spitze zu nehmen und wird vermutlich auch schneller sein in der Startphase als Espoir Rouge, oder? Ja, auf jeden Fall. Allerdings denke ich auch, dass Christoph Schwarz mit Dream of Action den Weg nach vorne suchen wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da ein bisschen schneller wird und gerade mit der 7, das kostet dann schon mächtig Kraft und eigentlich spricht alles wieder für Espoir Rouge TU, denn am Schluss kommt die wieder mit dem Tempo an und dann glaube ich, wird sie das Rennen machen. Ja, und so wie du es beschrieben hast, spricht alles für einen harten Kampf um die Führung von Ernst Walzberger, was er nicht mehr so häufig sagt. Ich habe das mal am letzten Renntag versucht zu erörtern, ich glaube, da waren es nur noch zweimal am gesamten Tag. Ja, da waren es aber auch zwei harte Kämpfe dann um die Führung und ansonsten war es ja meistens so, ja, es ist schon so, auch in Straubing, es ist eine Favoritenbahn und wenn dann einer kommt, dann lässt man den auch mal vorbei, weil man will ja auch gerade in diesen PMU-Rennen auch was abkriegen vom Kuchen und dann ist man auch froh, wenn man Zweiter, Dritter innen ist. Robert, macht Straubing Spaß als Fahrer? Ja, Straubing macht sehr viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine schöne Bahn, eine schöne kleine Bahn und ja, macht immer wieder Spaß, da die Pferde zu starten. Man muss auch mal eines sagen, die Bahn ist immer top. Die ist immer super vorbereitet und präpariert. Selbst bei hohen Minustemperaturen ist die Bahn bestens präpariert. Und ja, also es macht Spaß, Rennen zu fahren da. Also das hören die Verantwortlichen natürlich gerne. Aber braucht man so eine gewisse Taktikgefühl für die Bahn? Also ist so der erste Bogen schwierig, die Pferde auf dem Bein zu halten? Ist das, muss man da was wissen? Ja, die Bahn ist ein bisschen enger als die anderen Bahnen. Oder wenn man natürlich in Berlin fährt und dann in Straubing, das ist schon ein großer Unterschied. Und auch für die Pferde ist es eine Umgewöhnungssache, ist ja ganz klar. Weil in Berlin, erstens werden da ganz andere Zeiten gefahren. Aber da ist natürlich viel mehr Platz als in Straubing. Aber wenn man das gewohnt ist, dann hat man kein Problem damit. Lieber Robert, danke dir für deine Zeit und deine Infos und natürlich Michi auch dir. Vielen Dank, dass du hier dein Expertenwissen mit uns geteilt hast. Gerne. Dankeschön.